Hallo und herzlich willkommen zu einem spontanen Vlog hier. Ich mache gerade meinen Abendspaziergang für heute und es ist, ihr seht schon, wunderschönstes Wetter noch. Also krass auf jeden Fall, wie warm es jetzt schon ist. Wir haben heute den 11. April und es geht auf Ostern zu. Und wir machen heute eine kleine Runde durch den Wald. Ist ja bei mir hier gleich um die Ecke, wenn ihr hier mal seht, dieser Ausblick hier. Einfach nur traumhaftes Wetter. Aber was ich so ein bisschen befürchte, ist einfach, dass es im Sommer noch wärmer ist. Wir haben hier jetzt schon heute 26 Grad gehabt und es soll auf jeden Fall noch mehr werden. Und es ist hier, ihr seht selber, richtig trocken. Hat seit circa 20 Tagen nicht mehr geregnet. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Wir bräuchten dringend hier mal wieder ein bisschen Niederschlag. Aber so ist es hier ganz gechillt wirklich. Es ist gerade kurz vor 7 und ich laufe hier mit dem T-Shirt noch rum, weil es einfach nur über 20 Grad hat. Genau, heute in diesem kurzen Vlog will ich einfach mal so ein bisschen reden über Ostern, wie es mit Fußball weitergeht und so weiter. Gerne können wir sowas öfters machen, so ein kleines Format. Ich würde sagen, das könnten wir nennen Draußen mit Danielsko oder so ähnlich. Nee, mal schauen, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal ein Stückchen weiter. Also wie ihr schon sehen könnt, hier wirklich schönstes Wetter. Die letzten Sonnenstrahlen hier noch einfangen, aber es ist hier bestimmt noch eineinhalb Stunden hell. Und hier ist also das Tor zum Wald, in dem es wahrscheinlich auch sehr trocken sein wird. Wir schauen jetzt auf jeden Fall und reden so ein bisschen über Fußball und über Ostern. Wir sind jetzt also angekommen hier mitten im Wald. Ja, hier ist man wirklich ganz alleine im hintersten Winkel von Bayern. Genau, also ich wollte mit euch so ein bisschen über Ostern reden. Heute ist ja der Samstag vor Ostern. Ja genau, Ostern wird dieses Jahr anders sein. Also nicht nur bei mir, sondern auch bei euch wahrscheinlich. Weil ja, man darf hier nirgends hin. Zu meinen Großeltern zum Beispiel auch nicht. Da wäre ich zum Beispiel morgen, werden wir morgen Mittag essen. Dann nachmittags noch ein bisschen Ostern feiern. Kaffee und Kuchen gibt es da auch jedes Mal. Also schade auf jeden Fall. Jetzt müssen wir auf jeden Fall zu Hause bleiben. Aber was ich schon vorhabe morgen, einfach mal wieder ein bisschen weiter Fahrrad fahren, weil das Wetter ist ja gut, soll ja morgen auch so werden ungefähr wie heute. Genau, wollen wir noch ein bisschen reden über Fußball. Das Video soll jetzt nicht so lange werden. So ungefähr 6 bis 7 Minuten habe ich eingeplant. Genau, Video kommt natürlich dann am Ostersonntag wahrscheinlich raus. Oder noch heute Abend. Mal schauen, wie ich es zeitlich hinbekomme. Genau, wir gehen jetzt also immer tiefer rein in den Wald. Bis zum Ende einfach mal eine Stunde ein bisschen Bewegung und frische Luft, weil ja, nachmittags ist es einfach viel zu warm. Das lenke ich schon wieder vom Thema ab. Genau. Über Fußball wollten wir hin, über die Bundesliga. Wie könnte es weitergehen? Schreibt gerne eure Vermutungen in die Kommentare, weil es hat jetzt auch wieder geheißen, jeden Tag gibt es ja neue Meldungen, dass es wahrscheinlich im Mai nichts wird mit der Fortsetzung der Bundesliga. Aber ich würde schon gut finden, wenn die Saison jetzt wirklich ohne Zuschauer im Mai bzw. Juni dann zu Ende gespielt wird. Dass halt die Spieler dann im Juli und August noch ein bisschen Freizeit haben. Ich sag mal so ein bisschen Urlaub. Auf Deutsch, genau, Sommerurlaub und so steht auch noch in den Sternen tatsächlich. Sommerurlaub wird aber bei mir so sein, wenn es tatsächlich losgeht in der ersten Augustwoche. Da bin ich nämlich eine Woche im Urlaub, ist geplant. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich dann so stattfinden wird. Heutzutage ist ja alles total unsicher. Ja genau, kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema. Also wenn ich hier einfach so drauf losrede, dann kommt man mal schnell aus dem Thema heraus. Genau, ich zeige euch einfach hier nur so ein bisschen, wenn ich so ein bisschen entlang laufe und so weiter. Also ich will nicht die ganze Zeit mein Face zeigen und ich glaube, ihr wollt es auch nicht. Genau, also ich würde sagen, auf jeden Fall mit englischen Wochen könnte man das auffangen. Klar, man sollte nicht jede Woche eine englische Woche haben, weil das geht halt dann auch auf die Belastung der Spieler. Da muss man halt mal schon so ein gutes Zwischending finden. So 2, 3 englische Wochen und jedes Wochenende im Mai und Juni spielen und dann ist die Saison am 1. Juli vorbei. Und dann kann man eigentlich auch noch Champions League machen. Oder aber die Saison wird abgebrochen. Und das, glaube ich, befürchte ich leider eher, dass es in Sachen Champions League
nicht weitergehen wird. Aber was vielleicht auch noch eine gute Alternative ist, dass man halt die Champions League sozusagen im Elfmeterschießen entscheidet. Da habe ich nämlich, ja, letztens, ich glaube gestern war es, ein Video vom guten Hansus gesehen, der ja das gemacht hat. Aber in Hülaf ist es halt kaum umzusetzen. Alle Teams müssen zu einem Ort reisen, also wieder viel Kontakt mit anderen. Also ich denke, mit Champions League und Europa League wird es eher nichts, aber Bundesliga und zweite Liga müssen auf jeden Fall stattfinden. Was wir allerdings mit der dritten Liga machen, da bin ich mir tatsächlich noch so ein bisschen unsicher. Bei der dritten Liga ist es ja alles ein bisschen komplizierter, weil da gibt es halt nicht so viele TV-Gelder und da müsste schon mit Zuschauer gespielt werden. Aber das ist laut einigen Experten dieses Jahr angeblich nicht mehr möglich. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, aber ich hoffe einfach, dass sich die Situation jetzt schnellstmöglichst verbessert. Also bei mir im Leben zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, schreibt auf jeden Fall auch das gerne in die Kommentare. Bei mir im Leben hat sich ganz ehrlich nicht so viel verändert. Bloß, dass ich in Sachen Berufsschule halt nicht mehr da bin, sondern das ganze Zeug zu Hause machen muss, neben YouTube, neben der täglichen Arbeit auch. Das ist dann schon ein bisschen viel. Leute, das ist dann schon ein bisschen viel, aber ich bekomme das schon hin. Aber man merkt auch, wenn wir jetzt Schule hätten, werden wir auf jeden Fall mehr tun. Also jetzt ohne Schule, ich mache zu Hause jetzt auch nicht so viel. Es ist so, ich bin nicht derjenige, der zu Hause viel lernt oder so. Weil, ganz ehrlich, da wird man halt viel zu schnell von anderen Dingen wieder abgelenkt. Aber man muss halt schon schauen, dass man mitkommt. Das ist halt auch das große Problem. Und meine Befürchtungen, dass halt, wenn die Schulen halt wieder aufmachen, was angeblich wirklich Anfang Mai passieren könnte hier, wird da auch schon diskutiert, dass es bald soweit sein könnte, dass wir halt dann einfach überrannt werden von den ganzen Sachen, was wir für die Schule machen müssen. Schulaufgaben und den ganzen Stoff, der muss ja auch durchgebracht werden. Wird also gar nicht so einfach werden in nächster Zeit. Aber was auf jeden Fall so passiert, ich kann euch definitiv in solchen Videos auf dem Laufenden halten. Ja, und wir nähern uns also schon dem Ende des Videos entgegen. Genau, aber was ich euch tatsächlich anbieten könnte, dass wir sowas öfters machen. Einfach mal hier so ein bisschen rumlaufen. Ich gehe ja eh jetzt wieder mehr raus. Bei diesem schönen Wetter muss man es einfach mal machen. Genau, dass wir halt sowas öfters machen können. Einfach mal über die aktuelle Situation reden, vielleicht über manche Themen einfach mal so drauf losreden. Aber ihr seht schon, ich komme sehr schnell dann vom Thema wieder ab und rede dann wieder über was anderes. Ja, aber wenn ich das machen soll, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und somit war es auch schon wieder von diesem Video. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch ein schönes Osterfest. Macht das Beste aus der jetzigen Situation und bleibt natürlich, das ist das Wichtigste, gesund. Also man sieht sich im nächsten Video. Bis dann und ciao.